Ach du heilige Makrele. Geht's dir gut? Na, schmeckt's. Komm da lang, da lang. Komm hier hin. Na, Jeff. Flex. Das heißt, sein Napf auch wieder voll, ha? Der Jeff fühlt sich mittlerweile auch sehr, sehr wohl. Er liegt ja meistens in dem Schatten hier vorne, beobachtet, was da vorne abgeht. Und manchmal legt er sich sogar in die Sonne schlafen. Auf dem Rasen trippelt hier schwanzwippend Zilip, rufend die Bachstelze. Von den Dächern singt mit gepresster Stimme der Hausrotschwanz. Auf den unteren Ästen der Rubinen sitzt oft der schweigsame Geräuschschnepper, gelegentlich der melodisch singende Gartenrotschwanz. Alle vier sind Zugvögel. Jeff, das ist aber ein mickriges Würstchen hier. Man muss mal zeigen, wie es geht. Also das hier soll hier ein Vogelpark sein. Vereinzelt kann man hier auch Vögel sehen. Aber jetzt für die paar Vögel... Der Jeff ist ja jetzt hier ganz wild. Der hat hier was zu riechen. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit in die Schnauze bekommt. Seht ihr? Willst du noch ein Kaugummi? Ich muss mit dem Jeff übrigens wieder mehr laufen. Weil wir sind sehr viel im Garten und man merkt das schon. Also er findet diese Aufgabe als Wachhund ganz gut, aber das befriedigt ihn nicht. Oh, Jeff, komm mal mit. Das Betreten der Anlage ist untersagt. Jeff, komm. Dann doch nicht. So, da wir in Deutschland sind, haben wir hier natürlich auch genügend Schilder. Betriebsgelände, Ufergrundstücke und betriebsfrei für Fußgänger und Radfahrer. Frei für Einsetzen von Sportbooten und... Was ist mit Jeff? Das ist doch eine super Stelle für dich, Jeff. Nicht abfallend. Das mag aber ich gar nicht. Mensch, hast du einen Durst? Einige fragen ja immer wieder, ob der Jeff schwimmen kann. Der kann zwar schwimmen, aber er vermeidet es, wann es möglich ist. Da könnte er jetzt nach Frankreich rüber schwimmen. Aber das macht er ungerne. Der geht so ein bisschen so seine Beine befeuchten. Ja, dann trinkt er was. Aber das war's dann auch. Sobald das kalte Wasser da an die Kronjuwelen kommt, dann nee, dann dreht er wieder um. Jetzt muss ich gerade lachen. Weil normalerweise sind da immer so Inschriften von Pubertierenden. Da steht jetzt drin, entsorgt euren Müll gefälligst selbst. Wahrscheinlich ein Rentner so sauer, dass er sich auch mal so ein Schweizer Taschenmesser gepackt hat. Ja, sieht gut aus.
Und der Nordseeküste. Und ich bin daheim. Und der Nordseeküste. Was kommen da für Töne raus, Tim? An die Nordsee müssten wir eigentlich diesen Sommer auch mal fahren. Beziehungsweise ans Meer. Weil für uns ist es kürzer, in den Süden ans Meer zu fahren, als in den Norden. Deswegen. Aber die Nordsee ist auch so eine Sache, ne, Jeff? Da sind die Temperaturen für dich viel angenehmer. Ich würde sehr gerne mit ihm nach Frankreich kurz rüber. Das Problem ist, wir haben den Impfpass nicht dabei. Es war jetzt auch nicht beabsichtigt, nach Frankreich zu fahren, Jeff. So, Jeff, da bist du leider verboten. Da darfst du gar nicht rein. Was ist denn das für eine Kacke? Unten auf diesem Plakat, da stand eine halbe Stunde Fußweg. Der Chef hat mich zwar hochgezogen, aber ich habe vielleicht 5 oder 10 Minuten gebraucht. Diese Zeitangaben für Menschen mit Rollator, ich weiß es nicht. Also Chef, das ist auch nicht schlecht. Spannend war es da oben nicht. Also ich muss sagen, ich habe es mir größer vorgestellt. Aber sicherlich schön zum Wohnen. Muss man sagen. Wäre das Areal zu, wäre es sicherlich auch was Schönes für dich. Da hast du alles im Blick. Ich sag's euch, das ist ein Genuss. Wäre der Landjäger noch ein bisschen härter, dann. Oh Jeff, bitte nicht auf die Leine. Oh je, Jeff. Noch nicht mal hier hat man Ruhe vor diesen Rennradfahrern. Ja, du willst noch so ein Stückchen Land hier, hä? Auf geht's. Auch hier haben sie keine schönen Halsbänder, aber hier gibt's eine große Auswahl an... Snacks und Spielzeug. Ja, ja, Chef. Ich habe dir schon letztens sowas gekauft. Das hast du einfach liegen lassen. Na gut, anders als Thum oder Hornbach ist es hier auch nicht. Aber wir haben was Spezielles gefunden. Lammfüße. Darauf ging er ganz gut ab. Aber wenn er mir wieder hier einen vortäuscht und es dann nicht isst, dann kriege ich die Krise. Dann bekommt er nur noch das, was er isst. Chef, Chef, komm. Da, er ist interessiert. Oh. Schlägt die Zunge. Gut, dann machen wir es auf. Auf ist es. Du kannst es dir selber rausziehen. Hier, bitteschön. Ja. Alter, Chef. Wenn du es wieder nur anlutscht und liegen lässt. Bitteschön, hier, nimm und werd glücklich. Ja, man fängt hier wieder damit an rumzuspielen. So wollen wir das Ganze haben. Super. So, Chef. Jetzt genieße deinen Lammfuß. Ach nee, jetzt bringt den hier hin.